Genau. Also ich heiße Katharina Pornell. Ich bin jetzt seit 5,5 Jahren bei der Dorfuhr und leite in der Zentrale bei uns die Abteilung Leadership, People and Culture. Ich habe zusammen mit der Firma Dorfuhr die Dorfuhr Academy mehr oder weniger aufgebaut. Ich bin Projektleiterin und Beraterin bei der K-Media und habe dementsprechend das Schulsystem eingeführt, dass da wie alles funktioniert und das Ganze bis zum jetzigen Stand geleitet. Also unsere Dorf Academy ist unser Online-Lernmanagementsystem, das wir allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen wollten, um das Thema Weiterbildung, Lernkultur im Unternehmen mehr voranzutreiben und digitale Lerninhalte, aber eben auch die Koordination von vor Ort Terminen ja, zur Verfügung stellen zu können. Also wir haben im August 2022 hatten wir, glaube ich, unsere erste Schulung mit Delia und dann haben wir etwa ein Jahr gebraucht. Also im August 2023 sind wir live gegangen in Deutschland und dann auch einen Monat später auch schon in Österreich. Ja, also wir kriegen auf jeden Fall sehr positive Rückmeldungen dazu. Die Fachabteilungen bei uns sind auch im Unternehmen sehr aktiv und wollen auch selber Kurse erstellen, ihre Lerninhalte dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Im kaufmännischen Bereich ist die Akzeptanz, würde ich sagen, schon sehr gut. Unsere Herausforderungen sind immer unsere gewerblichen Kolleginnen und Kollegen, die kein PC haben, keine E-Mail-Adresse. Und genau, da sind wir immer noch sehr bemüht, dass dort die Akzeptanz auch vergrößert wird. Das Thema Prozesse und auch das Thema Maßnahmenmanagement von Sykat haben wir im Einsatz oder sind gerade im Aufbau. Auf jeden Fall ist einerseits extern fällt es schon auf, wir werben damit auch von Stellenanzeigen und darauf werden wir dann auch häufig in Bewerbungsgesprächen angesprochen. Hey, was ist denn die Dorfuhr Academy? Was könnt ihr uns denn jetzt als Bewerbenden bieten im Unternehmen? Das heißt, war auch mit eins unserer Ziele, die Attraktivität am Arbeitsmarkt zu stärken. Und das merken wir auch, dass das funktioniert, dass wir Lerninhalte zur Verfügung stellen können und uns um die Karriere unserer Mitarbeitenden kümmern. Und das merken wir eben auch intern, dass es eine gewisse Wertschätzung auch gespürt wird von den Mitarbeitenden, dass wir dort immer mehr und mehr Lerninhalte zur Verfügung stellen können und uns um die Karriere kümmern. Genau. Mal so würde ich sagen. Also wir sind sehr, sehr viel im Austausch. Wenn es jetzt darum geht, eigene Inhalte zu entwickeln, Kurse zu erstellen, dann machen wir das inzwischen komplett selbst. Aber entweder wenn wir Hilfe bei etwas brauchen oder neue Ideen haben, neue Anforderungen haben, dann telefoniere ich so häufig mit der Delia. Genau, also fürs EMS-Portal kann ich jetzt erst nicht ganz so viel sagen. Das ist eine Verantwortung von einer Kollegin von mir. Aber mit der Zusammenarbeit mit der Delia bin ich sehr zufrieden. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde es immer schön, die Neuerungen zu sehen und auch erklärt zu bekommen, die anstehen. Fand natürlich jetzt sehr interessant, auch nochmal zwei Schritte vielleicht auch weiter zu gucken, was wirklich die Zukunft bringt. Da sind Themen dabei, die wir zum Beispiel auch schon Delia mitgeteilt haben, dass die für uns super wichtig werden, dass die dann jetzt auch umgesetzt werden. Das ist für uns natürlich ganz schön, schon mal vorauszusehen, auch wenn wir sie vielleicht gerne jetzt schon hätten, aber dass dann auch wirklich daran gearbeitet wird, an den Themen, die uns wichtig sind. Und auch die Workshops, dass man sich Themen auch vielleicht mal dann einmal im Detail anschaut, auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen, dass man sich besser vorstellen kann, wie zum Beispiel könnte so ein Onboarding-Prozess dann auch wirklich im Kurs dargestellt werden. Ja. Darauf an, mit welcher Brille man sieht, was ich super toll finde, ist tatsächlich das Benachrichtigungssystem, dass man jetzt alles zentral einstellen kann, dass man auch von Kursen aus Nachrichten verschicken kann, E-Mails verschicken kann, was die Fertigkeitsdaten haben, man darauf aufbauen kann, daran erinnern kann. Und das Ganze kann viel besser zentral gesteuert werden und auch eingesehen werden von den Leuten, wurden die Nachrichten verschickt, wann ist was rausgegangen. Das ist für mich tatsächlich einer der großen Pluspunkte. Es kommen so viele kleinere Neuerungen auch dazu, zum einen die Teams-Integration, die mit dazu gekommen ist. Es gibt das neue Pathway-Format, es gibt viele kleine, feine Einstellungen oder so vielen unterschiedlichen Stellen, die das Ganze einfach noch sicherer machen.
Auf jeden Fall. Es hilft immer, wenn man einen Einblick dazu bekommt, was machen andere Unternehmen, welche Tools werden vielleicht schon dazu genutzt, wie jetzt so ein Sprachtool über KI, was andere schon für Erfahrungen gesammelt haben, was klappt nicht, wie schaffen die Akzeptanz da in der Organisation hinzubekommen. Und das hilft total, wenn man sich mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen oder aus anderen Firmen austauschen kann zu dem gleichen Thema, zu dem gleichen System, auch wenn sie auf einem unterschiedlichen Stand der Dinge dann sind. Also entweder kann man selbst helfen oder man kann sich Inspiration von anderen vorliegen. Ja, auf jeden Fall. Besonders die. Ja, doch ohne sie wären wir dann schon manchmal verloren.